Der heutige Abend ist die Preisverleihung des österreichischen Dialogmarketingpreises Columbus. Das ist der wichtigste Kreativpreis, den es in der Kreativwirtschaft im Bereich Direktmarketing gibt. So gesehen ist dieser Abend für uns extrem bedeutend, vor allem auch, weil es bei unseren Kampagnen nicht immer so ist, dass wir im Rampenlicht stehen. Hier aber die Möglichkeit haben, durch die ausgezeichneten Kampagnen zu zeigen, was die Branche leistet und was sie kann. Das Herz schaut immer nach der Überraschungsidee, nach dem Unerwarteten, nach dem, was einen wirklich trifft und man sagt, wow. Eigentlich kann man sagen, man sucht nach der Idee, die man selbst gern gehabt hätte, aber vielleicht nicht gehabt hat. Alle eingereichten Arbeiten müssen eine hohe Dialogfähigkeit beweisen können. Das ist eine sehr ausgewogene und gute Kombination zwischen Kreativität und Effizienz. Und deswegen ist dieser Award auch etwas Besonderes. Wie war die Idee, wie war die Umsetzung und wie ist das Ergebnis? Das sind die drei Säulen, nach denen beim DMV irgendwie juriert wird. Und das Angenehme in der Expertenjury, so wie es heuer war, dass das einfach Leute sind, die alle große Erfahrungen haben in dem Bereich. Deswegen ist die Diskussion auf einem sehr angenehmen, hohen Niveau. Ich kenne ja viele Werbeveranstaltungen, aber selten eine so dynamische Zielgruppe eigentlich gesehen. Sehr, sehr jugendlich, sehr flott und irgendwie sehr feierfreudig. Und das hat mir gefallen. In den letzten 20 Jahren immer sehr viel gewonnen haben, aber ich glaube, so viel wie heuer haben wir noch nie gewonnen. Was ist Ihr Erfolgsrezept? Gute Mitarbeiter, mit viel freier Leine, sehr viel Spaß an der Arbeit, gute Umgebung, da kommen die Ideen schon. Wir haben sehr effizient eingereicht, das heißt, einige wenige Dinge, von denen wir überzeugt waren. Und Gott sei Dank hat uns auch die Jury recht gegeben, dass wir damit auch Preise erzielen konnten. Der Columbus ist unser ureigenster Heimatort für eine Dialogagentur. Das ist für uns emotional sehr wichtig. We get through the tears.